Hallo, heute zeige ich dir ein leckeres Mango-Bananeneis mit Joghurt. Viel Spaß dabei! Eine Mango schälen, mit den Sparschäler geht es am schnellsten und am einfachsten. Und das Fruchtfleisch vom Kern lösen. Jetzt die Mango in kleine Stücke schneiden. Und auf ein Backpapier verteilen. Dann zwei Bananen auch in kleine Stücke schneiden. Und auf ein Backpapier verteilen. Und jetzt die Mango und die Bananen für 2 Stunden ins Gefrierfach geben. Nach 2 Stunden 2 Esslöffel Naturjoghurt in einen Zerkleinerer geben. Zwei Teile gefrorene Mango dazugeben und ein Teil gefrorene Bananen dazugeben. Und jetzt alles zerkleinern. Und in kurzer Zeit haben wir ein leckeres Mango-Bananeneis mit Joghurt. Wenn dir das Video gefällt, dann freue ich mich auf einen Daumen hoch. Und wenn du kein weiteres Video verpassen willst, dann abonniere den Kanal. Mit Mango und Bananenstückchen noch garnieren und genießen. Guten Appetit!